Damen und Herren, ich möchte nochmal auf die Finanzkrise zurückkommen, hartnäckig wie ich bin. Mir wurde in der Pause gesagt, dass die Sache leider zu kompliziert gewesen sei. Man hat es nicht richtig verstanden. Dabei ist die Finanzkrise mir etwas wirklich Wichtiges. Also immerhin haben wir als Steuerzahler ungefähr 48 Milliarden an die UBS überwiesen. Damit ist die Finanzkrise eine Sache für Papa und Mama und das Murko, also kurz für alle Bürger. Und man muss es den Kindern erklären oder ökonomisch unkundigen Leuten wie Sie als Wirtschaftsjournalist. Also die erste Frage wäre des Publikums sehr oft, wie verlief denn die Finanzkrise? Wie erkläre ich das meinem Kind? Also wie folgt ungefähr. Benno der Bernardiner nimmt bei Pupsi, dem Seehund, 7 Milliarden Fischstäbchen auf. Er verkauft sie Dumbo, dem Elefanten, gegen 500 Milliarden Luftheuler und versichert sich gegen die Währungsschwankungen bei Torkel, dem Dachs, mit 300 Gummibärchen. Pupsi verbrieft das alles und bürgt gegen 2 Kubikkilometer pornografischer Hefte für Dumbo. Dieser verkauft die Rechte an 200 Millionen Glasperlen wiederum an Torkel, den Dachs. Torkel nimmt die Option auf 80 Trillionen Dollar, Benno nimmt Tabletten und Pupsi nimmt Kokain. Überraschend kommt es zu einer Vertrauenskrise. Benno, der Bernardiner, wird vom chinesischen Restaurant gekauft, Dumbo gehört den Arabern, Pupsi gehört Venezuela und Torkel gehört dem Staat. Dann fragt natürlich das Kind, wie verlaufen jetzt die Gegenmaßnahmen gegen diese Krise? Muss man sagen, Kind, erinnere dich an deine Jugend, die Gegenmaßnahmen verlaufen ungefähr so. Es gibt den Papa-Staat und es gibt den kleinen Finanzplatz. Der kleine Finanzplatz. Papa-Staat. Finanzplatz, wir haben großes Vertrauen in dich. Du bist ein lieber, ein großer, ein starker Finanzplatz. Okay, wir haben hier einen 700 Milliarden Staatsbeteiligungs-Dollar-Lutscher. Hm. Oh. Gott sei Dank. Gott im Himmel, was willst du noch? Wir werden alle wahnsinnig, du wammst. Wir werden das alle nicht überleben. So ungefähr verlaufen die staatlichen Rettungsmaßnahmen bei der Finanzkrise.